Andreas Kieling im Team mit Bernhard Hoecker und sie spielen gegen Dirk Steffens und Elton. Es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie wissen, am Freitagabend ist immer Quiz-Doppelpack. Erst, wer weiß denn sowas, dann das Quiz-Duell. Und heute gibt es hier bei uns zum Wochenabschluss geballte Kompetenz. Der zuerst. Hm? Dokumentarfilm. Weil da kennt, kennt ihr euch was? Okay. Den nehmen wir euch jetzt weg. Auf einigen Straßen und Plätzen Istanbuls befinden sich Automaten, die bei Einwurf von leeren Plastikflaschen und Dosen A. Futter für Straßenhunde und Katzen ausgeben, B. eine Partie Backgammon auf einem Bildschirm anbieten oder C. ein kleines Glasfläschchen mit Ayran bereitstellen. Ach. Also, A würde ich ausschließen, weil Straßenhunde und Katzen will man nicht gefördert haben. Ja. Eine Partie Backgammon auf einem Bildschirm anbieten, das kann ich mir vorstellen. Das soll die Leute motivieren, eben die Plastikflaschen und Dosen. Ah, wir reden jetzt nicht von so einer gesamten Tüte mit den Haushaltsflaschen der letzten 5 Monate. Ja, ja. Sondern wir reden davon, die Leute laufen rum, haben eine Flasche Wasser, da wird ja viel getrunken, hat man in der Hand. Ja. Und damit die jetzt nicht einfach irgendwo einwerfen, sondern gezielt, wirft man die da ein, man spielt eine Partie Backgammon und wenn man gewinnt, kriegt man irgendwie noch ein Ayran oder was. Das macht zumindest Sinn. Ja. Ja, weil C, ein kleines Glasfläch, abgesehen davon, dass ich das, die Verniedlichungsform von Flasche nicht aussprechen möchte. Fläschchen? Glasfläschchen. B, oder? Okay. Ich würde. Ja, ich schließe mich dir an. Also ich kann es nur raten. Das erste fällt flach. B. B. Einfach eine Motivation, Pfand zurückzugeben. An immer mehr Straßen und Plätzen Istanbuls befinden sich seit 2014 Automaten, in die leere Plastikflaschen und Dosen zum Recycling eingeworfen werden können. Tierliebhaber können damit Streuner unterstützen, denn die Automaten geben bei Einwurf Futter- oder Getränkespenden für Straßentiere aus. Streunende Hunde und Katzen sollen dadurch mit hochwertigem Futter versorgt werden. Die zuständige Verwaltung hat zudem die Chance, die Tiere in Automatennähe zu ermitteln und medizinisch zu versorgen. Sehr, sehr tierlieb. Gibt es mittlerweile auch in anderen Städten in der Türkei. Ja? Aber diese Bilder, da müssen noch...